Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Summer in Mara. Ich bin wieder hier, Bowie ist da. Hallöchen. Hallöchen. Und wir haben eine Truhe gefunden. Ich brauche etwas, um die Truhe zu öffnen. Wir haben halt keinen Schlüssel. Also werden wir erstmal zu Katzenlady gehen, um sie zu fragen, wo denn der Schlüssel ist. Wir schreien sie einfach an. Oh, aber wir sind ganz schön Ja. erschöpft. Also sollten wir auch uns schlafen legen. Ja, jetzt, ja, wir haben einen Abwegshörzug dadurch bekommen. Ja, haben wir aber wahrscheinlich Geld ausgeben müssen. Das Hotel kostet da ja Geld. Ja. Gucken wir mal. Wo ist denn. Geschlossen, nur geöffnet zwischen 10 und 23 Uhr. Ja, okay. Dann können wir ja noch mal kurz unsere Orangen verkaufen, die wir letztes Mal gepflückt haben. Ihr wisst ja, wir haben ja eine riesengroße Orangenplantage. Und damit wir so ein bisschen zusätzliches Geld einnehmen. Und wir haben natürlich feinste Qualität, aber man sieht schon, die Orangen, wenn man die vergleicht mit anderen Gemüse, sind sie halt ein bisschen günstiger. Aber wenn man die Menge betrachtet und dass man sie nicht gießen muss, finde ich sie doch sehr viel besser als andere Sachen. So, ich weiß das nicht. Die anderen würde ich wahrscheinlich erstmal behalten. Vielleicht ein bisschen weniger davon. Um noch ein bisschen Geld zu haben. Und dann können wir uns ja mal unsere Questen ansehen. Suche in der Gegend, das müssten wir machen. Sammle etwas Holz und Stoff. Mache weiter mit den Aufträgen. Mache weiter mit den Aufträgen. Bring Kartenspiel zu Nohu. Ja, gut. Abbrechen. Das Spiel ist ja noch in der Entwicklung. Das heißt, sie arbeiten hier ja immer sehr stark dran, alles noch ein bisschen zu verbessern und zu vergrößern. Wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass es hier eine neue Questreihe gibt. Und auch, ja. Oh, guck mal, wir haben immer noch nicht geschlafen. Wir sollten uns jetzt wirklich. Sonst kippen wir gleich wieder um. Oh. Das ist ja natürlich nicht so gut. 30 Münzen. Nö. Das machen wir nicht. Ja gut, dann gehen wir erstmal schlafen. Ah, guck mal. Ja. Haben wir ein bisschen was gegessen? Das muss man an dem Spiel auch beachten. Man muss auch was essen. Ja, wir hätten ein paar Orangen vielleicht auspressen sollen. Ich neige dazu, hier in dem Spiel nur was zu trinken, wenn überhaupt. Auch wenn ich im Realen so wäre. Nein, nein, nein. Ich wollte eigentlich, ja, da am Boot schlafen. Mal sehen, wann wir aufwachen. Wahrscheinlich viel zu spät. Bestimmt. Nein. Nein. Oh Gott, ich hasse Wasser. Oh, ich hasse Wasser. Guck mal, da sind ganz viele große Fische. Lass mich hier Was sind das raus. denn? Was sind das für Sch Ach so. Oh, guck mal. Ein paar Flaschen. Wie spät ist es denn? 9. Oh, wir haben schon wieder Hunger. Ja. Aber wir haben noch ein Es ist bisschen zu hier. spät. Zu spät, um zu essen. Was zu spät? Bin ich kurz vorm Verhungern und du denkst, lohnt sich nicht mehr, mich zu retten? Nein, es ist nicht zu spät, habe ich Ach gesagt. so, ja. Genau das. Ja, gut, immer das ist immer das Beste, was man über mich denkt. Mütter, die mit ihrem Kind angeben. Mein Kind ist das Beste. Es kann schon alleine kacken. Was? Was? Ah, da ist ein Frosch. Babam, babam. Ich habe immer noch nicht gewusst, warum man hier überhaupt, außer dass der Mülleimer uns dann gibt. Oh, guck mal, ein Schaf. Da ist sie. Hallo. Hey, warum arbeitest du für Avan? Oh, du tratschst wohl gerne. Tut mir leid.
war nur ein Witz, mein Kind. Ich versuche Geld zu sparen, um mir ein Piratenschiff zu kaufen. Ich werde eine hervorragende Kapitänin sein. Und durch ganz Mara segeln. Das klingt großartig. Da du schon mal hier bist, könntest du mir auch zur Hand gehen. Guck mal, man kann gar nicht einschätzen, wie alt sie ist. Sie könnte so zwischen 12 bis 60 alt sein, oder? Ja, so ja. Wie sie manchmal aussieht. Wirklich. Wie denn? Das andere Katzenkind hat etwas, was ich haben will. Ich habe es gesehen. Eine Piratenaugenklappe. Warum willst du denn eine Augenklappe haben? Alle Piraten haben eine Augenklappe. Ist gut, ich frage ihn. Wir wollten... Wie? Wir wollten wegen den Schlüssel fragen. Vielleicht war es doch die falsche Stelle. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. Onzi, kannst du mir etwas geben? Onz. Na gut, Onzo. Was willst du? Hast du eine Piratenaugenklappe? Ich habe eine Augenklappe, aber das ist keine Augenklappe für Piraten. Sie gehörte einer meiner Vorfahren. Er hatte ein gelähmtes Auge. Bist du sicher, dass es keine Piratenaugenklappe ist? Ja, das bin ich. Und du weißt auch nichts über einen Piraten mit einer Augenklappe, stimmt's? In meinem Tagebuch kommt des Öfteren der Name Grand Gloom vor. Sein erster Mat war Ereti, eine Quodo und berühmte Wettseglerin. Grand Gloom trug eine Augenklappe. Das ist gut genug für mich. Ist ja hier auch egal, ob das von einer Piraten ist oder nicht. Ich habe deine Piratenaugenklappe. Sie gehörte Grand Gloom. Was? Wirklich? Das ist unglaublich. Wie ist sie uns so denn in die Hände gefallen? Ereti hat sie ihnen gegeben. Ereti? Die berühmte Wettseglerin? Eine unglaubliche Geschichte. Ja, wirklich unglaublich. Das hier ist zwar nicht so wertvoll, aber ich hoffe, es ist genug, um mich bei dir zu revanchieren. Drei Kirschen! Könntest du ein paar Fische für mich fangen? Lässt du Avan wissen, dass ich sie gefangen habe? Natürlich. Wann habe ich dich jemals angelogen? Immer. Bitte, bitte. Was für einen Fisch brauchst du? Rotflossenwels und Zander. Beide leben in Seen mit Süßwasser. Avan ist davon besessen, neue Gerichte zu kreieren. Er arbeitet fieberhaft daran, authentische Kudo-Aromen zu meistern. Ist in Ordnung. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht war das auch die falsche Stelle, wo wir gegraben haben. Aber das Kartenspiel, das sollten wir doch auch irgendjemand geben, oder war das nicht so? Irgendwas war da. Auf jeden Fall. Irgendwas. Guck mal, es sieht auch nicht so aus. Wen soll ich das bringen, das Kartenspiel zu Noho? Ist das da Noho oder ist... Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Hallo? Nee, der ist Kaleb. Okay. Dann gehen wir nochmal nach oben. Bam, 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 bam. Die sehen halt alle gleich aus irgendwie. Hallo? Das ist Millie, okay. Das ist Tilly. Und Pili. Was? Aber ich habe hier Stoff. Pili, 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 Pili. Was? Hast du Stoff für Pili? Oh, komm. Wie teuer das ist.
Komm schon, tu endlich, worum ich dich gebeten habe. Na, was? No, wer ist denn das? Ach, das ist der andere Typ. No, woher kenne ich den nochmal? Das ist der, der dich anfangs richtig ausgebeutet hat. Aber der, ist der nicht auch hier? Ist der nicht schon längst gestorben? Ja, er ist da. Haben wir ihn nicht umgebracht? Links, er ist links an seinem Supermarkt. Ja, oder? Kleine, oder da. Ich hab etwas für dich. Zeig mir, was du hast. Es ist von der Marktfrauen. Aber das... Sie sind so gemein. Stimmt etwas nicht? Es ist ein Kartenspiel. Sie machen sich über mich lustig. Was meinst du damit? Als ich jung war, war ich ein wirklich guter Kartenspieler, verstehst du? Niemand war besser als ich. Bis diese Damen hier auf der Insel auftauchten. Verflucht sollen sie sein. Sie spielen wie die Teufel. Sie haben mich komplett ausgenommen. Und jetzt machen sie sich bei jeder Gelegenheit darüber lustig. Wow, was für blödes Gegend. Ey, ich verstehe. Wir sollten es ihnen heimzahlen. Sie werden schon sehen. Hier, warum gibst du mir ein Ei? Halte dich einfach an das Rezept, das ich dir gleich gebe. Sie werden ihr blaues Wunder erleben. Oh Gott, was ist hier? Pilzsuppe. Wir vergiften sie. Ja, aber was will er ihnen mit einer leckeren Suppe eins auswischen? Wir packen Macht Gift rein. Macht doch keinen Sinn. Gift. Gift? Gift. Kein Geschenk. Gift. Ich sag dann sogar so, hey, hier ist ein Gift für dich. Und die denken, haha, ein Geschenk also. Und dann essen sie es und dann merken sie, es ist doch kein Geschenk, es ist Gift. So wie ich es gesagt habe. Das ist doch scharfsinnig. Ja, das ist so, das ist ja auch von mir. Ist klar, dass es scharfsinnig ist. Ich meine, wenn du das gesagt hättest, dann hätte ich im selben Augenblick gedacht, was für eine blöde Idee. Aber dadurch, dass es von mir kam, muss es eine ausgezeichnete Idee sein. Ja, exzellent. Ja, das dachte ich mir schon. Ja. Zappapapa. So. Sie hat eine neue Quest für mich. Hallo. Na, Popopo? Würdest du gerne mehr Farben haben? Na, Popopo. Okay, lass uns zum Markt gehen und dort nachfragen. Oder vielleicht können wir auch Noho fragen. Lass mich nachdenken. Ja. Wir nehmen uns noch ein paar Sachen mit, weil wir brauchen unbedingt noch ein bisschen. Guck, so schnell können wir neue Sachen ernten. Es kann sein, dass die nächsten Male Bowie wegfällt. Das stört euch doch nicht, oder? Guck, niemand sagt was, Bowie. Das stört ihn wirklich nicht, wenn du nicht mehr mitmachst. Ja. Oh. Wenn jemand traurig ist, muss er das in den Kommentaren schreiben. Ist jemand traurig, wenn er nicht mehr mitmacht? Das wäre so peinlich, wenn jetzt jemand schreiben würde. Oh, Bowie. Oh, eine Runde Mitleid. Oder auch nicht. Oh. Niemand will dich haben. Das ist wirklich gemein. Das ist super fies. Ist nicht fies von mir, weil ich stehe ja nicht zur Auswahl. Also wenn du das fies findest, dann musst du die dafür büßen lassen. Boah, das... Am besten machst du ihnen eine Pilzsuppe. Kann ich ihn ins Essen spucken? Ja, wenn du ihnen eine Pilzsuppe machst. Spucken. Spucken. Ihh. Was? Bowie. Ich habe gar nichts gesagt. Das ist ja ekelhaft. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja. Ja, das ist ja ekelhaft, Bowie. Nein, Mann. Überleg doch mal. Ich will nicht überlegen. Lass uns ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter. Es ist noch nicht genug. Boah. So, ich habe vergessen, was ich hier mache. Was machen wir hier?
Aber guck mal, die Werkzeuge angeblich. Ich hätte das Werkzeug schon. Ein Ruder, Stoff. Was brauche ich denn noch? Irgendwas? Du brauchst einen. Fackeln. Etwas Holz und Stoff, damit Brandfackeln. Okay, aber wie viel? Pff, dreimal Stoff. Und bah! So viel Holz? Nein, Mann! Nein, Mann. Wie habe ich denn Faden herbekommen? Hier. Dreimal Faden fehlen mir. Also den Faden, den Stoff hätten wir. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Lass Bisschen uns noch noch ein ein bisschen. bisschen. Ja. Was machen wir? Was machen wir noch ein bisschen? Was machen Bäume töten. denn? Bäume töten. Lass uns noch ein bisschen Bäume töten. Mann, ey, das tut mir immer so leid, wenn wir die fällen müssen. Ja, die wachsen, weißt du, wie viele, keine Ahnung, wie viele Jahre die wachsen. Ja, und dann hau ich die einfach. Und Ich dann habe da tötest echt du ein sie. schlechtes Gewissen, ne? Die armen Bäume, Leute. Warum kann man Holz in der Form, die man sie braucht, nicht einfach anpflanzen? Ja. Man hat so einen Samen und sagt, ich will, dass da ein Haus wächst. Dann wächst er langsam aber sicher ein Haus heran. Warum kann man nicht einfach, anstatt ba Bäume zu fällen, Tiere schlachten und die benutzen, um ein Haus zu bauen oder so? Stimmt, also Ne? Knochen. Ja, so ein Knochenhaus. Oder warum kann man das nicht aus Menschen machen? Ja, ein. Das meine ich Man doch. einbetoniert Menschen, wie in Attack on Titans. Wir müssen hier. Das klingt ein bisschen brutal, oder? Ja. Ich sollte das nicht mehr Du sagen. bist echt ekelhaft, Baum. Das sind keine Orangenbäume? Das sind Orangenbäume. Aber wir brauchen jetzt Bäume. Ich kann jetzt nicht alle anderen Bäume fällen. Ja, da fällt zumindest die schon erwachsen groß sind, sehr groß. Mache ich. Wie viele brauchst du nochmal? Wie viele Holz? Ich weiß es nicht. 20. Boah. Und ich weiß nicht, wie viel ich bekomme pro. So 4 Stück. 9, 10. Ich pflanze hier gleich neue Orangen an. Kriegst du 12 oder hast du jetzt 12? Ich habe jetzt 12, denke ich. Also gesammelt. Ah ja, plus eins, okay, 2 Stück. Boah. Wie viele Bäume ich dadurch fällen musste. Aber ich glaube, die Tannenbäume oder was auch immer das sein soll, geben dir mehr. Weiß nicht, das könnte sein. Aber wir fällen, also wir pflanzen auch gleich wieder neue. Nein, Mann. Oh, guck mal, wir könnten auch Kirschen anpflanzen. Oh, Kirschen, ja, Kirschen. das mache ich. Na klar. Aber willst du sie nicht irgendwo in einer anderen Ecke machen, damit Ich mache da doch jetzt nur. erstmal Orangen. Ja, Pflanze jetzt sehr erstmal die gut. Orangen, die wir gerade. Du machst es gut. Oh, ich muss erstmal wieder schlafen gehen. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Lass mich noch ein bisschen tanzen. Da tanzen. Komm schon, Alter. Es ist noch nicht so spät. Ja, Alter. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Es Alter. regnet, es regnet, es regnet. Die Ernte ist fertig. Es regnet. Es regnet. La 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 la. So, hier mache ich dann mal die Kirschen hin. Ich pflanze alle an. Wenn das nicht ein Erfolg wird, weiß ich auch nicht. Die kann ich auch schon ernten. Oh, ich hätte mir Samen Ja, kaufen genau. sollen. Ja. Hi. Genial, ey. Ja, Einfach hi. nur genial. Einfach nur genial.
Er macht sich über mich lustig, Ich Leute. mache mich nicht über dich Er lustig. macht sich über mich lustig. Das denken die Leute, ich mache mich über dich lustig und verprügeln mich. Ja, verprügelt ihn. Er macht sich über mich lustig. Nein, Mann. Ja, sagt ein Mann zu mir. Er macht sich schon wieder lustig. Nein, Frau. Nein, Frau. Krankenbro. Krankenbruder. Ah, ich finde das so geil. Man soll es einführen. Krankenbro. Hey, was bist du vom Beruf? Ich bin Krankenbro. Bro. Ah. Ich habe gute Nachrichten für dich. Du bist auch ein Krankenbro? Noch nicht, nein. Noch nie. Du klingst ganz schön pervers gerade. Das macht mir irgendwie Angst. Echt? Das Ja. macht dich ganz, ganz, ja, so, weißt du, so ganz bisschen so verlegen. Was? Nichts, ich habe Du nichts gesagt. Was hast du denn? klingst, wie wenn du mich töten möchtest. Also, Vielleicht möchte ich das möchtest du auch. vielleicht auch, aber. Ein Schritt zurück, ja, genau. Das war zwar ein Schritt vorwärts, aber Ja, ich nee. wollte gerade sagen, ich habe nicht das gemacht. Nein, nichts sagen. Einfach nur im Raum stehen lassen. Danke. Lass mal ein paar Orangen an. Aber ich weiß, was ich an deiner Stelle wirklich machen würde. Ich hätte sie alle in einer Reihe, da wo der Gehweg ist, alle in einer Reihe gepflanzt. Ja, Dann hast du. ja, Hast aber nicht gemacht. Weil. es ist Mutter Natur. Mutter, na, Natur ist chaotisch, Guck ne? mal, wusstest du das damals? Es war damals so Trend im Mittelalter, also etwas danach, seine Gärten so anzupflanzen, dass sie halt alle so, weißt du, hier ist ein Kasten und dann pflanzt du da eine seltene Pflanze an und dann ist da ein Kasten und dann pflanzt du da eine seltene Pflanze an. Sie, Senorita? Und Marie Antoinette Oh ja. hat so einen Garten quasi zugewiesen bekommen, sagen wir mal Ja. so. Und sie hat alles entfernt. Alles. Sie haben das ganze kunstvolle Scheiß hat sie rausgerissen, weil sie ihren Garten lieber so auf natürlicher. Weißt du, sie wollte lieber so, als wenn der Garten aussieht, als wenn er natürlich gewachsen wäre. Ja, aber Und Unkraut und alles. nee, nicht Unkraut. Einfach nur Unkraut ist es nicht. Das ist einfach nur so, dass du, wenn du eine Brücke hast und dann dort, du hast es trotzdem so angelegt, dass es kunstvoll aussah, so ein richtig schön geschmacksvoll. Aber es sah halt nicht mehr so aus wie so ein, weißt du, Warum? der Unterschied ist Beton. Weißt du, wenn du jetzt so ein Pflanzenbeet machst aus Beton und dann da einen Baum raus, dann sieht es ziemlich nicht nach Natur aus. Und sie hat halt auch Rasen so angelegt, dass dort Wege sind, aber dass es halt natürlicher aussieht. So wie wenn es so wachsen hätte können. So ein Feenwald zum Beispiel. Ein Feenwald würde da auch nicht, wenn du einen Feenwald sehen würdest, würdest du da auch nicht denken, dass überall Unkraut wächst. Sondern Ja. es sieht einfach nur fantastisch nat Mutter Naturmäßig aus. Und so große Pflanzen, so richtig schön und bababa, die eigentlich von der Natur her gar nicht so wachsen würden, aber es würde halt so wirken wie. Und so hat sie halt den Garten gemacht und deswegen hat sie sehr viele Hater dadurch bekommen. Die gesagt Damals. haben, ja, sie hat den schönen Garten. Weil man muss dazu sagen, den Garten, den sie zerstört hatte. Der war halt über Jahre von ihren Vorgänger, also nicht ihren Vorgänger, aber der den Garten halt betreut hat, der hat halt vom Ausland verschiedene seltene, ja, Blumen anliefern lassen, von weit wer her weg. Und sie hat das halt alles kaputt gemacht und hat lieber einheimische Pflanzen gepflanzt. Und ja, die Ja. war einer der Sachen, weswegen sie sehr sauer auf sie waren. Wenn ich Mein das nicht Gott, verwechselt genau habe, es deine kann natürlich auch Problemchen. sein, dass ich das jetzt verwechselt habe. Tut mir wirklich leid, ich bin manchmal verpeilt. Ich Wenn die Leute interessiere mich sonst sehr für kein Problem Geschichte, haben. aber bei mir ist es halt also so. Die Geschichte ist halt so viel und wir sind nur einer. Ne? Oder? Ja. Das kann man sich super alles so merken. Sie sind so viel. Aber guck mal, Oktopus.
Ich guck gerade, ob ich noch hier, aber ich glaube, die wachsen, also die sind hier nicht am. Ah, oh, nochmal Holz. Sehr gut. Drei? Ne, das waren kein Holz, das waren hier Mais, Mais. Ach so, du meinst Fass. Kannst du die Dinge abbauen oder bist du noch nicht so weit mit dem Hammer? Doch. Oder mit der Spitzhacke? Könnte ich, aber dann. Ich brauchst du nicht, oder? Ne, brauche ich nicht. Okay. Ich gehe gleich zurück. Ich brauche noch Energie, aber ich gehe jetzt auf ein Boot. Dann schlafe ich da noch mal kurz. Aber ne, ja, mache ich. Dann könnten wir quasi wieder zurückgehen, weil wir haben ja jetzt. Moment. Wir haben ja jetzt das da erledigt. Ein Tintenfass. Ich könnte natürlich auch gucken, ob ich nicht noch. Die Fische konnte ich hier nicht. Wachs mal. Okay, also. Ein Tintenfass. Ich könnte natürlich gucken, ob ich noch ein Tintenfass. Fässchen. Komme. Ein Fässchen. Hört ihr Jago singen? Dreht eure Headsets geil zweit hoch. Ah! Das ist so süß. Ein Tintenfisch und Wasser. Okay, denn. Das sieht aus, dieser Tintenfisch sieht aus wie so ein kleiner Krake, der das ganze Schiff verschlingen kann. Nur in Miniaturform. Weil die Tintenfische bekommen wir, glaube ich, hier, oder? War das nicht so? Aber egal. Ja, aber wir gehen jetzt zurück, weil wir haben das mit den Fackeln zum Beispiel. Zumindest haben wir das gemeistert mit den Fackeln. Also, es gibt auch. Ich glaube, es gibt einen Rückwärtsgang. Also, du musst dein Schiff nicht mehr immer zerkratzen. Es gibt keinen Rückwärtsgang. Oh, nein? Es gibt einen Rückwärtsgang. Aber ich muss da sowieso drehen. Aber ja, eigentlich, warum? Aber warum gibt es einen Rückwärtsgang? Wieso haben keine Schiffe keinen Rückwärtsgang? Nein, sie haben keinen Rückwärtsgang. Ja, aber wie, wenn du andockst, wie kommt das Schiff dann vom Land? Wie? Ja, du musst ja irgendwie, du packst ja vorwärts ein mit dem Schiff. Ja. Guck mal, normalerweise ist es so, dass die Stege. Wie kommst du zurück? Ein Schiff ist beweglich. Ja, aber du kannst doch nicht rückwärts und seitlich kannst du ja auch nicht. Aber ein Schiff ist beweglich. Ja, das heißt, du schiebst es einfach. Ja. Guck mal, wenn du jetzt hier so. Ich meine, ich bin schon wieder zu weit weg. Aber wenn du jetzt zum Beispiel. Wenn das Schiff hier so steht, ja. Ja. Dann würdest du dich einfach von den Boston hier abdrücken. Und dann würde der so ein bisschen. Ja, mit der Hand! Aber was ist, wenn das ein Titanic ist? Ein Titanic hat wahrscheinlich einen Rückwärtsgang. Keine Ahnung, boah, aber ich habe noch nie einen Titanic gefahren. Aber vielleicht gibt es auch einen Rückwärtsgang, aber wir schieben die immer mit der Hand weg. Okay. Dann sind wir so weit weg und dann nehmen wir die Kurve, weil im Endeffekt ja. Ja, weil ich denke mir halt, wenn du da stehst, kannst du ja nicht einfach mal seitlich, so wie du das machst, rausfahren, weil dann machst du ja alles kaputt. Ich mach gar nichts kaputt. Ja, du nicht, aber die anderen, die nicht so gut fahren können. So. Ich habe etwas Tolles für Essen für euch drei. Das ist Pilzsuppe. Igitt, wie kannst du es wagen, uns dieses Gericht zu bringen? Noah hat mir gesagt, der Alte hat wohl seinen Verstand verloren. Ich habe Angst. Koa, bring dieses hässliche Gericht fort von hier und bring das hier zu Noah. Ich bin mir sicher, er wird sich freuen. Nein, es reicht. Ich habe genug von den Spielchen zwischen euch und Noah. Ich mache nicht mehr mit bei euren Spielchen. Richtig so. Hat er die Suppe ihr ins Gesicht geschmissen? Richtig ja, so. Ja, hoffentlich. Wir haben nachgedacht und wir glauben, dass das nicht sehr fair zu dir waren. Was meinst du? Unsere Schulden. Wir wissen, dass du sie bezahlt hast. Das stimmt. Hier ist ein Geschenk von uns. Was ist das? Ja, das 300 Gold. Ein Sack Dünger. Du kannst damit deine Pflanzen düngen. Oder du kannst ihn Edigan geben. Er wird ihn nützlich finden. Danke. Ja, für 300 Gold kriegen wir drei Tüten. Ah, ja, ganz toll. Voll fair von euch, ja, ja. Können wir sie mit Dinger beschmeißen?
Ah ja, genau, wie viel kostet eine Orange? 6. Nee, oder? Was, doch 6 Gold. Ja, wie gesagt, die Menge macht's aus. Das sind halt 72. Für 12. Boah. Ich brauche unbedingt neue Saat, deswegen verkaufe ich erstmal fleißig. Du hast eine Errungenschaft freigeschaltet. Weil du bist die Beste, aber das wissen wir ja schon. Hm. Oh nein! Oh. Hast du abgeblochen? Hm. Warte, ist die Anzahl der Samen, die sie verkaufen, eingegrenzt? Begrenzt? Ja. Also warum? Sie hat immer wieder neue, aber... Warum ist Mehl mit einem goldenen Stern? Wo? Ach da! Mehl. Nee, wenn das Supermehl ist, wenn es gut gepflanzt wurde, dann... Oh. Es gibt auch, also auch super Karotten und so super... Ich hab... Meine sind immer super. Stimmt. Ich hab halt, ja... Ich überlege nicht. Manchmal überlege ich nicht, was ich sage. Deine sind natürlich immer super. Die sehen aus wie Außerirdische. Diese Materialien sollten ausreichen, um ein paar Fackeln anzufertigen. Vielen Dank. Oh. Jetzt machst du das für gern mich. Geschehen. Selbst die beste Köchin brauchen Hilfe. Ja, ja. Bitte sag mein Onkel nichts. Er besteht darauf, dass ich alles alleine erledige. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Oh, ist ein Glück. Dadurch wird er unselbstständig. Er wird es nie alleine schaffen. Ja, sein Pech. Also, stimmt etwas nicht, Bram? Mein Onkel hat mich gebeten, diesen alten Kühlschrank zu entsorgen. Wir bekommen morgen einen neuen, besseren Kühlschrank. Ich nehme ihn. Bist du sicher? Wenn er noch funktioniert, kann ich ihn in mein Haus abstellen. Hey. Es wäre toll, einen Kühlschrank zu haben. Dann könnte ich Wassereis machen. Wenn das für dich okay ist? Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, habe ich ein Geschenk für dich und für deine Unannehmlichkeiten. Wie aufregend. Alter. Ich habe einen Kühlschrank. Von ihm kriegen wir einen Kühlschrank, weil wir ihm geholfen haben, Fackeln zu fertigen. Und von den drei Tunnen. Und wir haben. Und kriegen wir nur drei Säcke Dünger für. Und wir haben noch nicht mal. Wir haben noch nicht mal das hergestellt. Wir haben ihr ja nur die Holz und so gegeben. Krass. Ja. So, ja, danke. So, nochmal gucken. Ah, oh, freue ich mich schon voll. Ja, das ist jetzt mein Lieblings. Das ist mein Mann jetzt. Mein Bro. Guck mal, wir müssen noch mal gucken, ob wir nicht beim Anwesen. Aber das müssen wir nächstes Mal machen. Oh nein! Okay. So, ich würde sagen, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann und tschüss. Bleibt lieb.